Sitz. Pfötchen. Und herzlich willkommen heute im Tierheim in Drakenburg. Unser Hauptakteur ist gerade verschwunden aus dem Bild, kommt aber gleich bestimmt wieder. Das ist Gary und Gary kennt sich mit Baloo. Baloo ist wieder da. Besonders gut aus. Du bist so ein bisschen sein Ansprechpartner hier, ne? Im Tierheim. So ein bisschen, ja. Gary, erzähl doch mal, wer ist Baloo überhaupt? Was ist das für eine Rasse? Baloo ist ein altdeutscher Schäferhund, Terrier Mix. Mhm. Er wird 4 Jahre alt und im Mai. Mhm. Kastrierter Rüde ist er. Und ist auch sehr aktiv, ne? Also es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass seine neuen Besitzer aktiv mit ihm sind, ne? Sein neuer Besitzer sollte sehr aktiv mit ihm sein. Mhm. Am besten so ein Sport mit ihm machen, wie Agility. Mhm. Oder Jogging. Mhm. Der ist ein sehr intelligenter Hund, der lernt viel schnell. Am besten eine Familie ohne Kinder. Man merkt, dass er viel Aufmerksamkeit braucht und Auspower, ne? Und genau. Kinder vielleicht nicht unbedingt damit umgehen können. Ne? Also genau, der leidet unter Trennungsangst, deshalb ist er meistens so hüppelig. Ja, okay. Also sprich, man sollte auf jeden Fall eine Familie haben oder vielleicht auch ein Ehepaar oder auch jemand, der Single ist, genau. Der aber ganz viel Zeit mitbringt, um sich ausreichend mit Baloo zu beschäftigen. Ne? Genau, der braucht viel Zeit mit Baloo. Mhm. Weil jemand muss immer da sein für ihn. Ja, mhm. man merkt auch, er sucht immer ein bisschen Aufmerksamkeit, kommt immer genau. wieder. Genau, ne? Er will immer spielen. Genau. Ja. Ja, und er kann auch sogar schon Tricks, ne? Also hier Pfötchen geben und so. Genau, der kann Pfötchen, der kann Sitz, der kann Platz. Rollen arbeiten wir noch dran. Okay. er ist sehr intelligent. Okay. Und Baloo wurde hier abgegeben, weil sich vorher sozusagen persönliche Umstrukturieren ergeben haben. Ja, aus persönlichen Gründen war er abgegeben. Ja. Mehr weiß ich leider nichts dazu. Okay. Er ist aber ein sehr, sehr lieber, ne? Also der ist sehr lieber, ja. Genau. Kommt auch gleich an, schnüffelt überall. Genau, der ist neugierig. Mhm. Und das. Sehr interessiert. Sehr schön. Ja, also im Prinzip steht dem eigentlich nichts im Weg, dass er ausziehen kann. Wie gesagt, er ist kastriert und also 4 Jahre alt, quasi wirklich auszubreit. Ganz wichtig ist eben nur, dass er in ein Haus oder in eine Familie kommt, wo er genügend Auslauf kriegt, ganz viel Aktivität. Genau, sollte viel Auslauf haben. Genau. Ja. Viel Sportmini machen. Am besten ist ein guter Agility machen mit ihm. Mhm. Weil er so intelligent ist, der Füße ist ein bisschen unterfordert. Mhm. Der braucht diese Aufforderung und richtig ausgepowert zu sein. Ja, also wir haben ja schon ein paar Aufnahmen gemacht und das, was wir zeigen, ist schon richtig ausgepowert. Man glaubt es kaum. Also es ist tatsächlich so, dass der Hund in den Aufnahmen schon ausgepowert ist. Also er hat ordentlich Kraft, ne? Ja. Genau. Ja, super. Also kommt am besten einfach vorbei hier im Tierheim in Drakenburg, wenn ihr Baloo kennenlernen wollt. Vielleicht ist Gary dann auch da und ihr könnt ihm dann noch ein paar Fragen stellen, so als Ansprechpartner sozusagen. Genau, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich habe ihn mindestens in gut 1,5 Stunden gekämmt heute Morgen, dass er schön aussieht. Fürs Fernsehen. Ja, da hattest du viele Kletten in den Schwanz gehabt. Oh, jetzt bist du richtig weich.